Herr Dr. Warm, wir sind beim ASCO 2012 in Chicago. Heute ist der 3. Juni. Es gab heute eine sogenannte Oral Abstract Session, bei der Herr Professor von Minkwitz aus Deutschland zwei Studien zusammengefasst, analysiert hat. Worum ging es dabei? Also er hat sehr schön zwei Studien zusammengefasst, die allerdings insgesamt vom Ansatz etwas unterschiedlich waren vom Patientenkollektiv. Die eine Studie waren metastasierte Patienten, die andere nicht metastasierte Patienten. Und es ging um den Stellenwert des Lapatinib als zusätzliches Small Molecule zur EGF-Rezeptorblockade eingesetzt in Kombination mit Herceptin bzw. dann auch mit einer Chemotherapie. Und die beiden Antikörper letztendlich bzw. Small Molecules waren einmal solo bzw. auch in Kombination untersucht. Und man hat letztendlich feststellen müssen, dass die Trastuzumab-Therapie gegenüber der Lapatinib-Therapie klar überlegen war. Es gab aber auch erste Ansätze, auch das noch nicht abschließend zu diskutieren bzw. festzustellen, dass wenn man beide kombiniert, also Trastuzumab mit Lapatinib kombiniert, dass man dann zum Beispiel bei dieser einen Studie, die adjuvant bzw. neoadjuvante Studie war, hat man die besten Ansprechraten. Also ich glaube, auch da geht es darum, zu sehen, welche Patienten profitiert am meisten von welcher Substanz. Und vielleicht eben auch die Patienten so zu selektionieren, dass die eine Patientin Trastuzumab bekommt, die andere vielleicht nur Lapatinib oder vielleicht die dritte Patientin die Kombination. Erschwerend muss man dazu sagen, dass die Kombination allerdings dann auch wieder wie oft die meisten Nebenwirkungen hat. Vor allen Dingen Diarrhoe ist ein Problem beim Lapatinib, aber man sollte oder man muss mit dieser Nebenwirkung gut umgehen. Ich glaube, dann hat man vielleicht dann doch nicht so viel Sorgen. Aber ist es nicht so, als die Studien begonnen haben, da wusste man ja um diese Nebenwirkungen noch nicht so viel wie inzwischen vom Lapatinib bzw. Tyverb. Und man kann ja doch eine ganze Menge auch gegen die Diarrhoe machen. Also wenn das von Anfang an da unterstützt wird mit Medikamenten. Ja. Weil wir haben ja auch in den Studien gesehen, dass die Abbrechraten relativ hoch waren. Ja, also das kann ich eigentlich aus meiner eigenen klinischen Erfahrung und auch mit unserem eigenen Patienten gut nicht nachvollziehen. Also wir haben weniger Abbrüche und wenn man eben rechtzeitig von Anfang an die Patienten gut aufklärt, entsprechende Medikamente mitgibt und wirklich auf dieses Problem Diarrhoe intensiv hinweist, glaube ich, dass die Nebenwirkung dann nicht in Grad 3, 4, wie jetzt hier in den Studien, bis 20-27% hochgeht. Das ist, glaube ich, nicht die Realität heutzutage. Wir haben auch gesehen, dass beim Lapatinib eingangs, nach kürzerer Zeitgabe, ein besseres Ansprechen scheinbar war in diesen Studien. Und das Trastuzumab dann aufgeholt hat und überholt hat. Hat man dafür bisher schon irgendeine Erklärung? Also das kann ich mir letztendlich nicht erklären. Das sieht man aber auch in vielen anderen Studien, dass es manchmal eben durch entsprechende Partner oder Medikamente ein sehr gutes Ansprechen in der ersten Zeit gibt, das sich aber dann über die andere Zeit dann nicht hält. Und warum das mehr angesprochen hat, auch das vielleicht eine Sache von Markern oder man hat es auch versucht, indem man zum Beispiel HER2-Level gemessen hat und hat festgestellt, wenn der HER2-Level relativ niedrig war, dass dann Lapatinib wohl besser geholfen hat oder besser therapiert als Trastuzumab in diesen Fällen. Gibt es sonst momentan noch zu dem Lapatinib von den Studien irgendwelche Besonderheiten? Nein, eigentlich sonst nicht. Also ich denke, Lapatinib hat seine Zukunft, ja, was noch gefehlt hat in der Auswertung, in der metastasierten Studie, dass zum Beispiel der Verlauf und das Auftreten von Hirnmetastasen, das ist sicherlich noch etwas, weil ja Lapatinib bekanntermaßen die Blut-Hirn-Schranke durchbrechen kann. Mal sehen, vielleicht gibt es da eben doch ein paar Vorteile für die Substanz und sie ist auf jeden Fall gerade in der metastasierten Situation zu einem späteren Zeitpunkt, einer späteren Linie ein fester Bestandteil in der Therapie und wird es auch erstmal so bleiben. Vielen herzlichen Dank. Bitte.